Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Behrens, es gibt ja immer so historische Irrtümer, die man gerne wiederholt. Deswegen muss man dann auch die richtigen Antworten wiederholen. Umsatz ist nicht Gewinn. Es kann Ihnen mit 5 Milliarden Umsatz tierisch gut gehen und mit 24 Milliarden haben Sie große Probleme. Wir haben viel getan, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schifffahrt wiederherzustellen. Wir haben nie behauptet, dass wir damit die internationale Schifffahrtskrise beenden. Aber wir stellen uns so auf, dass wir zukunftsfähig sind. Und wenn Sie einen anderen Sektor annehmen, die Werften, ich komme ja nun aus dem Norden, wo wir lange Zeit die Werftenkrise haben, wenn Sie schauen international, wie sich das entwickelt hat, ist Europa und damit schwerpunktmäßig Deutschland wesentlich besser dran im Werftensektor als der gesamte Rest der Welt. Das liegt daran, dass wir nicht gesagt haben, oh wunderbare Zeiten, wunderschön, die müssen wir unbedingt erhalten. Dass wir nicht gesagt haben, Containerschiffe sind gefälligst in Deutschland zu bauen und wenn nicht, akzeptieren wir das nicht. Sondern dass sich dieser Sektor auch mit der Hilfe des Parlaments in den letzten Jahren umgestellt hat, auf Innovation gesetzt hat, auf das, was wir am besten können, nämlich Avantgarde sein. Wir sind in diesem Sektor nicht alleine unterwegs. Im 10-Punkte-Plan, und den muss man ja durchaus ernst nehmen, wenn die Chinesen da etwas machen, ist eines der Segmente, wo sie Weltspitze werden wollen, ist der Hightech-Schiffbau. Nicht der normale, die Massenware, das ist längst entschieden. Es ist der Hightech-Schiffbau, das, was wir machen. Und nur weil es heute, kann man sagen, na ja, was wollt ihr denn, wenn jemand ein Kreuzfahrtschiff bauen will, dann macht man das in Deutschland. Man versucht das dann vielleicht mal eine Runde in Japan. Das ist dann für die Firma ein hoher Verlust geworden, macht jetzt kein Mensch mehr. Aber es ist nicht gesagt, dass sich das fortschreiben lässt die nächsten 10 Jahre. Das heißt, da müssen wir schon wachsam sein. Und deswegen gehen wir in diesen Bereich und deswegen investieren wir da auch eine gewisse Menge. Gar nicht mal so furchtbar viel. Sie haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema und der maritime Bereich. Und Herr Beckmeyer hat ein neues Wort geprägt. Mal sehen, ob es sich durchsetzt. Oberzentral. Und natürlich bin ich auch davon überzeugt, dass dieses Thema ganz, ganz wichtig ist. Aber selbst in der heutigen Tagesordnung werden wir gefolgt sein von vielen ganz anderen ganz, ganz wichtigen Themen. Vielleicht kann man die dann einordnen und sagen, gibt es eigentlich einen Bewertungsmaßstab, den man für alle Themen anwenden kann? Und die Debatte, die morgen um die gleiche Zeit laufen wird, gilt dem Thema Nachhaltigkeit. Jetzt deklinieren wir doch mal den maritimen Bereich anhand der Nachhaltigkeit durch. Hat ja bekanntermaßen die drei etablierten Säulen, Wirtschaft, Umwelt und Soziales. Nach meiner persönlichen Meinung bedarf es noch der Kultur, weil was kein Narrativ hat, worüber man sich nicht auseinandersetzt, auch keine nachhaltige Wirkung haben kann. Wirtschaft. Ich habe gesagt, wir haben die Wettbewerbsfähigkeit hergestellt mit verschiedenen Maßnahmen. Ist das auch sozial? Wenn man die Lohnsteuer einbehalten regelt, wenn man die 183-Tage-Regel abschafft, dann findet das ja nicht auf dem Rücken der Beschäftigten statt. Die Lohnsteuereinbehaltsregelung ist etwas, wo wir gesagt haben, wir verzichten auf eine gewisse Menge Steuereinnahmen. Das ist vollkommen richtig. Aber wir tun das, um die deutsche Schifffahrt zu erhalten und um diese Arbeitsplätze auch zu sichern. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung und ist in keinster Weise gegen die Interessen der Arbeitnehmerschaft. Wenn Sie schauen, ist das, was wir gemacht haben, auch umweltgerecht. Die Innovation, die wir fördern, hat zum großen Teil ein Umweltthema. Natürlich ist es ein wirtschaftlicher Vorteil, wenn wir die saubersten Schiffsantriebe bauen, wenn wir Beiträge leisten, mit denen man auch den Klimaschutz nach vorne bringen kann. Wir haben uns aber auch beschäftigt im letzten Antrag, und man muss auch wirklich mal sagen, dieser letzte Antrag ist ja Punkt für Punkt abgearbeitet worden, mit Parlament und Regierung gemeinsam unterlegt worden, mit Haushaltsbeschlüssen. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, was wir da gemacht haben. Erstmalig, ja, Erfolg kann man auch beklatschen, erstmalig haben wir uns auch dem Thema der Fischerei zugewandt, nämlich der illegalen Fischerei. Ist ein Umweltaspekt, klar, wir wollen nicht, wir machen nicht Fangquoten all die Mühe, dass wir auch für die Zukunft diesen Eiweißvorrat, Eiweißspender mehr erhalten und andere Leute piratenmäßig gehen rum und plündern und vernichten all diese Ziele, die wir haben. Es ist ja auch ein soziales Thema. Zum einen
wenn man die Küsten Afrikas illegal leer fischt, haben Sie ein Problem für die Menschen, die eigentlich davon leben. Es ist ein soziales Thema, weil die Beschäftigungsbedingungen an Bord dieser Schiffe teilweise nur einen einzigen Unterschied zu römischen Sklavengaleeren haben. Die Jungs müssen nicht rudern. Aber ansonsten ist das unmöglich, was da passiert. Wir haben gesagt, da wollen wir nicht mitspielen. Wir wollen die Kontrollen verbessern. Das haben wir im Beschluss gesagt. Wir haben es im Haushaltsbeschluss unterlegt. Wir haben Stellen geschaffen, damit zukünftig der angelandete Fisch auch entsprechend der Zertifizierung kontrolliert oder zurückgewiesen wird. Wir fordern jetzt heute, dass wir haben Freihandel angesprochen. In diesem Antrag steht drin, dass wir bei Freihandelsabkommen genau diesen Aspekt der illegalen Fischerei behandelt haben wollen und das für unsere Partner dazu bringen wollen, dass sie diese internationalen Regeln einhalten und dass wir ansonsten mit ihnen keinen freien Handel treiben. Was wollen Sie mehr als solche konkreten Bedingungen, die der Umwelt nützen, dem Sozialen nützen und insgesamt auch der Wirtschaft, und zwar bei uns und in den anderen Ländern? Wir haben bei dem sozialen Sektor meines Erachtens sowohl für deutsche Beschäftigte als auch in der Verantwortung für Beschäftigte in anderen Ländern viel getan. Im Umweltbereich setzen wir dieses Mal auch noch einen weiteren Akzent, der viele umtreibt und der auch im Bewusstsein der Bürger immer mehr Stellenwert bekommt, nämlich das Problem mit Plastikmüll im Meer. Einmal den, den wir so richtig sehen können, weil wir mittendrin schwimmen. Und einmal den, das Mikroplastik, das wir im Zweifelsfall nicht sehen, das uns aber irgendwann in der Nahrungskette wieder auf dem Teller landet. Und das ist ein Thema, das weltweit besonders wichtig ist und was sicherlich nicht damit erledigt ist, dass man beim Einkauf auf die Plastiktüte verzichtet. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Kunstrasen-Fußballplatz irgendeine Auswirkung auf die Weltmeere hat. Inzwischen wissen wir das, dass eben über den Abrieb, über das Regenwasser das Ganze am Ende irgendwo in den Ozean landet. Auch diese Punkte sprechen wir in diesem Antrag an. Das heißt, im Sinne der Nachhaltigkeit sagen wir, wir wollen rechtzeitig mit anderen Ländern gemeinsam eine Strategie entwickeln, dass wir den Plastikmüll aus dem Meer wieder rausbekommen und dass wir vermeiden, dass er überhaupt dorthin gelangt. Ich glaube, dass es ein sehr weitsichtiger Antrag ist, den wir hier vorlegen. Forschung und Entwicklung. Ich habe gesagt, das Wichtige für uns bei der Innovation ganz weit vorne zu sein, damit wir einen Platz in dieser Wettbewerbswelt haben. Und wir geben, der Koordinator hat es erwähnt, eine gewisse Menge Geld für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aus, aber immer noch deutlich weniger als im Bereich Luft- und Raumfahrt. Nun kann man sagen, naja, Schiffe gibt es viel länger, als dass man mit Raketen oder Flugzeugen durch die Gegend fliegt. Aber daran liegt es nicht, weil gibt es noch viel zu tun. Es gibt eine ganze Menge zu forschen und zu entwickeln. Aber es gab bisher nicht eine Einrichtung, die das zentral bewegt, die das koordiniert. Und das wollen wir schaffen. Und Koordinator der Bundesregierung heißt ja auch, dass es übergreifend ist über alle Ressorts. Der maritime Bereich hat nicht nur im Wirtschaftsministerium, nicht nur im Verkehrsministerium seine Counterparts, die er braucht, die man koordinieren muss. Das heißt, ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben, wo das DMZ angesiedelt wird, ist eine gute. Und das Entscheidende ist, dass es jetzt parallel zur 10. Maritimen Konferenz kommt. Ich will das Motto nicht ändern. Müssen wir nicht. Das ist ein gutes Motto. Aber auch das ist ein Punkt, ein großer Erfolg, dass der Beschluss vor anderthalb Jahren im Haushalt dann auch mit Geld unterlegt, wie das nötig ist, dass der in diesem Jahr ja zum Tragen kommt und wir das Deutsche Maritime Zentrum bekommen, um an diesen Themen gemeinschaftlich mit der Wirtschaft, aber auch mit Umweltverbänden zu arbeiten und die deutsche maritime Wirtschaft zu stärken. Herzlichen Dank. Valerie Wilms erhält nun das Wort für die Fraktion.